damit willkommen zu einem neuen Let's Test. Wir spielen heute Hello Neighbor 2 Demo-Version. Okay. Okay, jetzt spielen wir. Okay, wir sind. Was? Okay, wir haben einen Ausweis an uns. Ja. Übergroße Symbole. Was wir mit dem Schlüssel so machen können. Okay, können wir Steine aufheben. Ich schätze mal, das wird später eine Waffe oder so. Oder so. Ah, okay, wir müssen das Rätsel so lösen, dass wir hier Zahnräder finden. Okay, wo haben wir den Schlüssel hingepackt? Das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm von mir. Ah, hier. Indem man alles andere wegwirft. Ein gutes Zahnrad. Jetzt brauchen wir noch ein violettes. Ich habe schon mal in einem Stream Hello Neighbor Hide and Seek gespielt. Das war so absurd. Und langweilig. Ich bin dann, glaube ich, im Stream eingepennt. Das habe ich dann. Finde ich so unspaßig. Also ich bin wirklich kein Fan von diesem. Neighbor 1 habe ich nicht gespielt, aber mal schauen. Das fand ich jetzt irgendwie jetzt nicht so spannend, aber. Wir schauen uns das mal an. Ich würde es dir doch noch gut. Ja, und dann das letzte Zahnrad. Können wir einfach runter. Ah, okay. Aliens sind hier unterwegs. Das Flugzeug ist in der Luft. Hallo. Okay. Das wollte ich mal ausprobieren. Von ihm nicht erwischen lassen, ist die Mission.
Kisten mit über. Brauchen wir die irgendwie für die Puppe? Hallo Katze. Mal die Katze streicheln. Aha, Simming. Sehr bekannte Simming-Plakate. Können wir da nicht rein? Ich dachte, das geht jetzt auf, nachdem wir. Wofür nützlich sein. Okay. Warum sind die Fenster so merkwürdig beleuchtet? Um uns zu verstecken. Als ob der uns nicht sieht. Wo hier lang geht. Sind so undurchlässig, diese. Diese Dinger hier. Kommt der noch, oder? Ach du, das ist die Figur, die ich in der Hand habe. Ah, der Tresor. Warum ist das gut? Ja. Ja, was? Okay, ich habe eine Roboterhand, eine Papierhand. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier hoch, aber. Brauchen was zum Durchschneiden. Okay. Keiner hier. Sobald wir jetzt hier rausgehen, hat er uns wahrscheinlich. Natürlich. Steht der einfach an der Tür rum. Der macht doch hier nichts gegen. Okay. Ich verstehe diese Sache nicht ganz. Ach, jetzt hat uns erst. Konnte uns vorher nicht greifen. Ach, sinnvolles Spiel. Thank you.
Ja, da brauchen wir ein paar Schüsse für. Ach du Heiliger. Schlüssel hat er wahrscheinlich irgendwo im Haus oder hier im Keller. Oder können wir auch nicht öffnen. Aus welchem Grund auch immer. Müssten wir was buddeln. Hinten draußen irgendwas zum Buddeln. Oder was bringt uns die Schaufel? Okay, der hat einen Schlüssel. Da brauchen wir eine Batterie oder so weit oder sowas in der Art. Das ist ein Tresor mit einem Code. Nicht. Messer und Code haben wir auch nicht. So viel dazu. Was ist unsere Mission? Was ist hinter dieser Tür? Ich bräuchte nur einen Bolzenschneider für oder so. Für irgendwas diesen. Das Brecheisen benutzen. Das kann man nicht einfach so verwenden. Da brauchen wir eine. Muss schon ein Brechstangensymbol auftauchen. Und dann können wir damit Sachen machen. Ach du Scheiße! Manchmal schreckt der einen ganz schön.
Okay, das bringt ja alles nichts. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus oder was? Und der vor der Tür steht. Ja. Ich blick's echt nicht. Ah, hier haben wir was für die Katze. Das bringt uns jetzt wie weiter? Was ist denn da geplant? Wir haben gar nicht richtig angucken können. Okay, da ist das Haus. Das ist die Scheune. Was sollen wir da hinter der Scheune? So, ist das wohl irgendwas? Das ist hier mit der roten Scheune. Dass wir die Schaufel nicht mit haben. Okay, dann hole ich mir meine Schaufel noch raus. Oh oh. Die kann es nicht mit nach draußen verfolgen, oder? Da finden wir hier vielleicht mal etwas. Eine Puppe. Dann bin ich genauso klug wie vorher. Was wir damit jetzt machen sollen. Puppenhaus stellen vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Ja,
Die wird noch eine probieren. Ach, das ist auch okay. Die andere Puppe weiß auch, wo die ist. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich weiß, dass wir die schon haben. Hab ich irgendwo hingeworfen. Die Daddy-Puppe. War die irgendwo hier? Blöd, dass die Sachen immer überall hinschmeiße. Wenn ich sie aber nicht mehr brauche. Wo hat die denn die Puppe hingepackt? Hier nicht. Irgendwo muss die doch hier sein. Oha. Irgendwo habe ich sie doch gedruckt. Hingepackt. Und vielleicht hier oder irgendwo im Haus. Ist die Schaufel. Ein bisschen dumm. Hier ist die Karte. Die Schlüssel sind aber noch weit entfernt. Und vielleicht den ersten jetzt und das mal schaffen. Der Scheine war ich noch nicht zurück. Vielleicht hinter der Scheine. Hier was abgelegt. Na, jetzt brauchen wir die Flussrätsel und haben sie nicht. Ich bin so clever. Thank you.
Oha. Ja, ich weiß auch nicht. Müssen wir nochmal neu starten. Und wir wissen, was man hat, da nochmal rangehen. Hat sich doch nicht aufgelöst. Hier liegt doch hier noch irgendwo. Hast du sie gesehen? Hier haben wir die Puppe. Ach du Scheiße. Warum habe ich die auf der Treppe abgelegt? Besonders gut ist der aber auch nicht. Sieht uns nicht, wie wir hier stehen. Okay, es braucht noch eine dritte Puppe. Keine Ahnung, wo wir die finden. Dann müssen wir die auch noch richtig positionieren. Hier keine Puppen. Warum ist er außer Haus? Was haben wir da auch gesammelt? So. Im Keller wäre wahrscheinlich noch irgendwie eine, aber... Kommt man auch aus merkwürdigen Gründen nicht rein. Ist da eigentlich? Manche, das Ding entfernt. Ich müsste das gehen. Ja, wann hakt das noch? Ja, ich weiß auch nicht. Und wie auch immer. Die Schaufel können wir da nicht ersetzen.
Ihm Ende mit der Chance verpassen ist auch nicht drin. Ach, wir hatten da noch einen anderen. Irgendwann wollten wir den Roboterarmee kommen da hinzufügen. Irgendwo fallen gelassen. Keine Ahnung wo. Auch hier auf die Treppe. Ja. Wo ist denn der Typ überhaupt? Ich habe auch keinen Plan, da fehlt auch unten ein Teil. Jetzt den Best drauf geben könnte. Oh. 9753 sollten wir mal ausprobieren. Oder auch nicht. 3579. Ach so, rot, blau, grün, gelb. 3795. Oh, eine Schere. Was machen wir mit der Schere? Da haben wir gar keinen Plan. Was mitmachen. Schere. Was können wir damit so schnell? Ah, das Band dort oben. Oder nicht? So würde ich mir zumindest denken. Oder halt nicht. Dem inzwischen gar nicht mehr auf. Tja. Was kann man denn hier schneiden? Was zum Schneiden hier drüben? Glaube nicht, dass hier noch was ist. Tja. Ganz durchschneiden wäre machbar, aber okay.
Kisten zerschnippeln. Aber wozu? Im letzten ist es drin. Oder auch nicht. Okay, hier haben wir ein Puzzleteil für die Map. Hier da drüben. Jetzt wissen wir, wo die Puppe vergraben ist. Was man ja auf der Karte gar nicht sehen konnte. Es war sehr schwer zu sehen ohne die Karte und mit Mountain-Teil. Ja. Ich weiß auch nicht. Ist der überhaupt noch hier? Lärm. Immer zu Hause. Nö, der ist weg. Jo, na dann. Ja. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Wenn euch darum sonst nicht gefallen haben. Ansonsten habt noch einen tollen Tag und man sieht sich. Bis dahin. Bis morgen. Ciao, ciao.